Nach einer Trambahnentgleisung in der Nähe der Fachhochschule leiteten Feuerwehr und Polizei den Verkehr um. Anschließend begann die Feuerwehr mit den Maßnahmen, die Tram wieder in die Schienen zurückzuheben. Die Straßenbahn ist mit dem letzten Wagenteil durch einen Fremdkörper in der Rillenschiene entgleist. Der Einsatzleiter vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz berichtet. Ja, wir haben die Straßenbahn zuerst mittels Spannschlösser gesichert. Dann haben wir das mit Zahnstangenwinden angehoben und danach mit sogenannten Rutschblechen und einem Mehrzweckzug wieder in die Gleise zurückgeschoben. Das ist ein Ablauf, der von uns trainiert wird und die Mannschaft hat das 1:1 top umgesetzt. Die sind geschult drauf. 1,5 Stunden später konnte die Strecke wieder freigegeben werden.